Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum vierten DGEA Livestream, erster in diesem Jahr. Wir sind wieder zu Gast im Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf und wir freuen uns auf einen interessanten Austausch. Ganz herzlichen Dank an Professor Rösch, dass wir zu Gast sein dürfen. Herzlichen Dank auch an Nils Andersen, der jetzt nicht zu sehen ist, aber vieles im Hintergrund organisiert hat, und an das gesamte Endoskopie-Team. Und auch herzlichen Dank an die Firma Röll Media, die uns hier die Technik hier zur Verfügung stellt und uns professionell wieder durch die Sendung bringt. Ja, gut, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir blicken ja, wenn wir die Präsentation bitte haben können, auf eine einjährige Geschichte zurück. Am Anfang haben wir noch ein bisschen steif angefangen, wie Sie sehen, aber inzwischen wissen wir ja, wie es geht. Und da Valentinstag ist, bitte mal zurück jetzt auf live, wollen wir der DGEA ein kleines Valentinsgeschenk überreichen. Das ist aber schön. Freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Die Überraschung ist geglückt. Jetzt aber zurück zu ernsten Dingen. Unser heutiges Thema ist die Blutstillung respektive die obere GI-Blutung. Und was machen wir da eigentlich genau heute? Wir haben ja die Unterscheidung, dass wir varikose Blutungen haben und nicht varikose Blutungen. Und wir haben uns verschiedene Techniken herausgesucht. Sie sehen an der ganzen Latte, dass wir nicht alles abhandeln können. Die anderthalb Stunden sind dafür leider zu kurz. Wir werden mit den varikösen Blutungen anfangen und dann nachher auch noch die nicht varikösen Blutungen behandeln. Wir werden Ihnen jetzt halt eben Ligatur- und Histoakrylklebung zeigen und im zweiten Bereich dann die Clip-Applikation und auch noch das Spray. Und vielleicht werden wir die nächsten Techniken dann bei nächsten Sendungen behandeln. Genau. Ja, ganz kurze Einführung, worum geht's? Wir beginnen mit den Varizen und der portalen Hypertension. Ein kleines Schema, das, was da so quer rüber auf die Leber zuläuft, ist die Pfortader. Und wenn es Probleme in der Leber gibt durch Leberzirrhose, dann staut sich der Blutfluss und der staut sich dann überall zurück. Hier sieht man so die verschiedenen Flussmöglichkeiten und Staumöglichkeiten. Und wenn wir das nochmal genau anschauen, was uns betrifft, dann ist es der Staubereich von Speiseröhre und Magen. Das heißt, wenn der Stau vor allem in der Speiseröhre zum Tragen kommt, dann haben wir es mit Ösophagusvarizen zu tun. Oder wenn der Staubereich vor allem hier zum Tragen kommt, dann mit Magenvarizen. Oder manchmal mit beiden, wie Sie hier sehen. Links Ösophagusvarizen, mittelgradig ausgeprägt. Auf der rechten Seite Varizen im Magen, respektive im Fundus. Und es gibt natürlich Gradeinteilungen. Wie Sie sehen, das sind zum Beispiel ganz geringgradige Speiseröhrenvarizen, die sich hier da so zeigen. Wenn es dann fortgeschrittener ist, ist das jetzt Grad 3. Da gibt es leider eine verwirrende Fülle international von Klassifikationen. Hier sind nur 3, die in allen möglichen Studien verwendet werden. Die Deutschen wollen es nochmal ein bisschen komplizierter, wie man hier sieht. Das ist die offizielle Terminologie, die geht auf eine Klassifikation von Paket zurück. Für die klinische Relevanz ist es aber dann doch deutlich einfacher. Es geht nämlich zum einen um die Größe. Das Blutungsrisiko, wenn man so Varizen sieht, steigt ab 5 mm und steigt, wenn die sogenannten Red Signs da sind. Was ist das? Das sind so kleine Gefäßchen auf Gefäßen, auf den Varizen eben, und rote Flecken und so weiter. Also das ist das, worauf wir schauen. Man kann das andere natürlich auch beschreiben, aber das ist das Relevante. Dann ganz kurz zur Therapie. Man muss natürlich manchmal mit einer akuten Blutung fertig werden. Da macht man das, was geht. Wenn die akute Blutung abgeklungen ist und einzelne Varizen zum Beispiel, die geblutet haben, abgebunden sind, geht man daran, die restlichen Varizen zum Verschwinden zu bringen. Das nennt man Sekundärprophylaxe. Manchmal findet man aber auch Varizen bei Patienten, die keine Blutung hatten, das nennt man Primärprophylaxe. Und die hauptsächliche Methodik ist hier die Ligatur. Wenn das nicht funktioniert, vor allem bei der akuten Blutung, gibt es eben noch andere Dinge, über die wir auch kurz sprechen werden, Histoacryl, Tamponade und, wenn auch offiziell nicht zugelassen, noch das Spray. Da gibt es aber auch gute Daten, dass man das machen kann. Bei den Magenvarizen ist es relativ ähnlich.
in welche Situationen wir da geraten können, in die akute Blutung, dann anschließend in die so eine Art Eradikation. Aber es gibt auch Hinweise, dass wir größere Fundus-Varizen primär behandeln sollten. Und da machen die meisten, zumindest in Europa, Histoacryl. Wenn es nicht funktioniert, gibt es dann noch die ein oder andere Verzweiflungstat. Soweit die Einführung. Wir gehen jetzt weiter zum ersten Fall. Bevor wir das noch tun, noch ein Hinweis. Nutzen Sie bitte wieder die Möglichkeit des Chats. Wir haben wieder, wenn Sie sich eingeloggt haben, die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen, die wir an unsere Experten weiterreichen, sodass wir auch schön in Diskussion mit Ihnen treten können und auch wirklich Ihre Bedürfnisse dahingehend halt eben auch behandeln können, dass wir halt eben auch Ihre Fragen beantworten können. Gut, wir gehen zu unserer ersten Live-Übertragung. Und zwar, Moment, ich möchte noch die Folie zeigen. Worum geht's? Um einen 50-jährigen Patienten mit ethyltoxischer Leberzirrhose, Child B, offensichtlich auch Autoimmunhepatitis und Zustand nach akuter Ösophagus-Varizenblutung schon mit Ligatur. Und wie gesagt, wenn es geblutet hat, wird weitergemacht. Und wir gehen jetzt zu Olaf Becker. Und Nicole Jort, genau. Ja, los geht's. Genau. Übernehmen. Ja. Schönen guten Abend. Guten Abend auch von meiner Seite. Wir wollen uns erstmal vorstellen. Herr Becker, vielleicht fangen Sie an. Ja, ich bin hier Oberarzt am UKE und habe hier zu Gast Schwester Nicole aus Berlin, Krankenhaus Hedwig Süd. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Und wir würden jetzt erstmal beginnen, den Patienten zu spiegeln. Genau. Es wurde ja schon gesagt, der Patient hat schon mal geblutet. Also das ist in jedem Fall hier also eine Sekundärprophylaxe. Über die Indikation braucht man dann nicht mehr zu diskutieren. Die ist klar. Und mir fehlt die Saugung. Jetzt in der Zeit kann ich schon mal sagen, wir haben ein Team-Timeout durchgeführt. Wir sind also alle auf demselben Stand und würden jetzt beginnen, uns erstmal den Ösophagus und den Magen anzuschauen. Also die letzte Blutung war vor einem circa Vierteljahr. Damals sind kräftige Varizen beschrieben worden und 4 Gummibandligaturen wurden gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob da noch was übrig ist für uns heute hier, um diese Ligaturtherapie fortzusetzen. Ich habe hier ein Therapiegerät, Therapiegastroskop. Das muss man jetzt nicht unbedingt haben dafür. Wir machen das in der Regel, falls es doch mal zu einer Blutung kommen sollte bei so einer Ligaturtherapie, was ja selten ist, hat man dann doch ein bisschen mehr Möglichkeiten. So, allzu ausgeprägt ist das jetzt hier nicht mehr, aber hier da oben ist noch eine Varize, unten ist noch ein Varizenstrang. Herr Becker, können wir es machen? Wir machen das, nicht? Da sind also noch Restvarizen. Wie weit ligiert man denn, bis nichts mehr geht? Oder? Bis keine Varizen mehr zu sehen sind. Aber hier sind ja noch welche, ne? Hier sind noch welche zu sehen, nicht? Aber hier unten sieht man, es ist narbig nach der vorangegangenen Varizentherapie. Also hier ganz distal, auf Höhe der Z-Linie, auch da vielleicht nochmal, ja. Da geht noch was, ja. Und das waren jetzt 3 Monate her, ne? 3 Monate circa ist das her. Das ist auch das Zeitfenster, was Sie so empfehlen würden, was man einhalten sollte? Eigentlich ist das ein bisschen lang. Ich kann Ihnen jetzt gar nicht genau sagen, warum das jetzt so lang ist. Aber es ist in der Zwischenzeit nichts passiert. Und die Ulzera, die ja nachher immer entstehen, weswegen man das ja nicht zu schnell wiederholen sollte, die sind hier alle gut abgeheilt, nicht? Man sieht hier nur noch glatte Schleimhaut und diese Narben da im unteren Abschnitt. So, dann gucken wir einmal jetzt in den Magen. Nicht, dass er auch noch Fundusvarizen hat. Sehe ich hier aber nicht. Also da haben wir jetzt kein Problem. Und sonst sieht der Magen hier eigentlich ganz ordentlich aus. Gucken wir einmal noch ein bisschen. Haben wir noch den Endewasher dabei. Den haben wir immer dran bei solchen Interventionen. Der braucht ein bisschen, bis da Wasser kommt. Wunderbar. Da ist es so ein bisschen entzündlich
geschwollen. Und dann gucken wir einmal nochmal in den Zwölffingerdarm, dass wir die ganze Untersuchung komplett haben. Denn er hat auch schon mal aus dem Ulkus geblutet. Aber davon ist jetzt nichts mehr zu sehen. Auch wichtig, dass Varizenpatienten nicht immer aus Varizen bluten, wenn sie bluten. Meistens zwar, aber nicht immer. Genau. So, ich kann ja noch ein bisschen was zur Lagerung sagen. Wir haben den Patienten in einer stabilen Linksseitenlage gelagert. In der Blutungssituation sollte man auch die Beine ein wenig nach unten lagern. Das heißt, dass es quasi einfach so eine Prophylaxe ist, dass er nicht aspiriert in der Blutungssituation. Dieser Patient ist aber ganz stabil. Herr Becker führt das Endoskop wieder nach draußen. So, dann eine Kompresse. Wird's einmal abgewischt. Ich wische einmal das Endoskop ab. So, jetzt haben wir hier ein Ligaturset, bestehend aus einem Handgriff. Die Kamera kann mal vielleicht den Handgriff zeigen. Genau, dieser Handgriff hat zwei Funktionen, und zwar eine, die sich quasi nach vorn und nach hinten bewegen lässt, und eine, die dann, wenn die Ligatur, wenn die Ringe fest sind, nur zum Auslösen gedacht ist. Wir benötigen jetzt für den ersten Schritt nur diese Funktion, die nach vorn und nach hinten gekippt wird. Dann haben wir in dem Ligaturset eine Nadel, vielleicht sieht man die auf dem blauen ganz gut. Die Nadel dient einfach nur um die Membran, das hier ist die Membran, sieht man das ganz gut, vorzuperforieren. Diesen Handgriff gebe ich jetzt meinem Untersucher, und Herr Becker wird den Handgriff aufsetzen auf die geschlossene Kappe. Wir haben uns vorher darüber verständigt, dass die Kappe geschlossen bleibt. Ich reiche dann einen Fadenholer an. Dieser Fadenholer hat zwei Ösen. Man kann also gar nichts falsch machen. Vielleicht kann die Kamera mal raufzoomen, damit man diese Ösen auch gut sieht. Ja, genau. Kann man das ganz gut sehen? Also zwei Ösen. Achso, lass mal drauf liegen. So, da sieht man sie. Ja, ist also egal, wie rum ich das anreiche. Es geht immer, es funktioniert immer. Herr Becker, ich reiche das mal an. Meine wunderbare Assistenz Silke Bichel wird mir jetzt den Faden reichen. Ist ein Baumwollfaden. So. Herr Becker, könnten Sie das einmal durch das Gerät führen? Piksen das hier durch diese Membran durch und jetzt einmal durch den kompletten Arbeitskanal, bis es unten rauskommt. Genau. Und dann holen wir uns damit den Abzugmechanismus, diesen Zugfaden durchs Endoskop. Wunderbar. Hier sehen wir jetzt auch diesen Fadenhalter, die Öse. Die Öse, da klemmen wir unseren Faden rein. Der Faden besteht aus Baumwolle. Und der Knoten sollte nicht direkt an das Ende der Öse montiert werden. Jetzt zieht Herr Becker den Faden durch das Endoskop. Da ist er. Ja. Dann kommt der Faden dort raus. Herr Becker löst die Öse und montiert den Knoten an den Haltegriff. Herr Becker, kann ich Ihnen helfen? Ja, das geht schon, danke. Gut. Aber vielen Dank für das Angebot. Ja, gerne. So, das Rad, das Endoskop mal halten. Da müssen wir jetzt diesen Knoten hier. Kann man das gut sehen? Ja, den Knoten da nochmal in die kleine Öse. Diese kleine Rinne hier reinziehen. Das Rad bleibt immer beweglich während der ganzen Prozedur, immer in dieser. Jetzt können wir das hier aufrollen. So. Und ich langsam werde mal weiterziehen. Ja. Ich werde das mal rauf. Können so, wir auch Distalende? Können wir auch ein Kamera Endo könnte auf das, auf das Distalende jetzt gehen. Respektive vielleicht auch das Endobild, geht das? Ja. Genau. Geht jetzt auch beides, na wunderbar. Geht beides. So. Ja. Dann sieht Herr man Becker. Da jetzt, worauf es ankommt, dass nämlich diese Zugfäden nicht einmal quer durch die ganze Optik laufen, sondern so an der Seite. Ist Ihnen das so recht? Nee, ist
müsste jetzt nochmal gedreht werden. So, weiter, ja. Ja. Weiter, weiter. Kommt. Noch ein bisschen. Ja. Der Arbeitskanal ist unten links und genau da sollen die Fäden hinlaufen. So ist es perfekt. Gut. So soll es aussehen. Wunderbar. Wir haben hier das raufmontiert. Können wir da nochmal drauf gehen? Mit da drauf zoomen auf die Kamera, auf die, das Talende? Ja, ganz wunderbar. Ist ein bisschen durch das Licht. Gut, und da sieht man dann nochmal die Kappe mit den Ringen drauf. Der vorletzte Ring ist gekennzeichnet und ist quasi farblich, unterscheidet sich von den schwarzen, damit wir auch wissen, dass wir dann bei dem vorletzten sind. Es sind 6 Ringe und wir schauen mal, ob wir die alle brauchen. Ja, die Qualität der Montage misst sich ja unter anderem darin, wie viele Ringe schon abgehen, bevor man das Gerät überhaupt eingeführt hat. Ja, wichtig ist dabei halt eben auch mal zu sagen, dass der Handgriff wirklich auf locker gestellt wird. Genau. Und wenn der auch festgestellt wird, dann könnte es sein, dass Sie auf dem Weg nach unten durchaus mal einen Ring verlieren. Wenn der auf locker gestellt ist, dann haben die Fäden genug Spiel und dann geht das ganz gut mit. Genau, wir haben hier keinen Ring verloren. Genau. Wir haben noch den ganzen Köcher voller Pfeile. Und jetzt gucken wir mal, ob wir wirklich alle 6 auch brauchen. Das war jetzt ein Six-Shooter. Ein Six-Shooter, genau so ist es. Und Herr Becker geht jetzt quasi... Gibt ja auch einen 10-Shooter. Ja, aber den braucht man ja im Regelfall nicht. Herr Becker arbeitet sich vor zur Z-Linie. Gut, und da sind wir jetzt angekommen. Ja. Und in dem Bereich würden wir jetzt auch die erste Gummibandligatur dann abschießen. Dann saugen wir hier mal schön ein. Hier lässt sich nicht viel einsaugen. Variieren wir nochmal ein bisschen die Stelle. So, hier kommt sehr schön eingesogen. Schleimhaut da rein. Das war der erste. Und der Untersucher hat einen Impuls, dass dieser Ring auch abgegangen ist, nicht hörbar, sondern eher fühlbar. Wie weit muss der Knubbel denn drin sein, bevor man, dass der Ring nicht abrutscht? Am besten bis an die Linse. So. Und wenn nicht, wie jetzt, dann geht's aber auch. Das ging auch noch, aber eben nicht zu wenig, sonst hält das Gummi nicht und springt dann wieder ab. Die Gummibänder bestehen aus Latex. Und zu 99,9% ist dieses Latex auch allergiefrei. Es gibt keine allergischen Reaktionen auf die Gummibandligatur bisher. Ich glaube, und bisher bedeutet seit 25 Jahren. Da machst du jetzt mehrere Versuche, ob was einzusaugen ist. Genau, damit das wirklich hält und da bleibt, wo es hin soll. Und dann kann man so ein bisschen ruckeln hier noch. Jetzt ist weit genug. Jetzt ist weit genug und Schuss. Der nächste. Und dann gehen wir mal weiter und gucken. Das Ganze eben so wendeltreppenartig versetzt. Genau. Jetzt kam eine Frage aus dem Chat. Was passiert denn, wenn es nicht fest genug eingesaugt wird? Ob da eine Blutungsgefahr besteht? Also wenn der wieder abrutscht, ist erstmal keine Blutungsgefahr, dann macht man am besten daneben, wo es ein bisschen besser geht, dann nochmal eine Gummibandligatur hin. Aber das ist nicht schlimm, wenn so ein Gummiband mal abrutscht. Genau, und für den Fall, dass quasi eine Blutung entsteht, haben wir auch immer die zweite Absauge parat in unserem Raum, um dann wirklich auch reagieren zu können. Also muss vielleicht auch sagen, je frischer die Varizen sind, desto gefährlicher ist es. Und dünnwandiger, wenn man dann doch wieder loslassen muss und das Ganze nicht funktioniert. Jetzt ist das ja schon ein vorlegierter Patient. Wenn ich jetzt eine frische Varizenblutung habe, wo ich vielleicht auch Red Spots drauf habe, würde ich dann wahrscheinlich eher die Varizen mir raussuchen zum Legieren, oder? Also bei der frischen Blutung muss man ja froh sein, wenn man sieht, woher es blutet oder geblutet hat. Ja. Und da kommt natürlich dann die erste Ligatur drauf. Und wenn man dann noch Übersicht und Nerven hat, geht es gleich weiter.
wenn ich Varizen habe mit den Red Spots drauf, suche ich mir die auch speziell raus. Ja. Ja. Immer von unten nach oben. Mhm. Gerne auch in der Cardia anfangen. So, wir sind jetzt hier bei 30 cm ab Zahnreihe, also über 10 cm haben wir jetzt Gummibänder gesetzt und jetzt würde ich vielleicht noch eine setzen und dann denke ich, ist das gut für heute. Oder vielleicht auch gar keine mehr. Man muss die 6 Gummibänder ja nicht unbedingt immer alle abschießen. Ja, da sehen wir jetzt auch den Weißen, ne? Das heißt, genau. Jetzt. Ja, das ist der nächste, wäre der Weiße. Es ist ja auch immer erstaunlich, wie sehr die Umgebung zusammenziehen und dann lässt sich das dann nicht mehr so einsaugen unmittelbar daneben. Aber das sieht gut aus, oder vielleicht? Ja, das kommt da rein. Wird noch was. Ein bisschen super. Ah, der geht noch. So, und dann würde ich es eigentlich damit für heute belassen. Hier weiter oben sehe ich keine Varizen mehr. Haben die Patienten Schmerzen? Ja, je weiter man nach oben kommt mit diesen Gummibändern, nicht? Deswegen möchte ich es jetzt auch eigentlich nicht über 30 cm ab Zahnreihe ausdehnen. Hier oben, wenn man da welche setzt, das tut mehr weh als ganz unten. So, aber das war es ja eigentlich. Ich glaube, wir haben noch einen drauf. Würden Sie den dann beim Rausziehen hier nochmal... Genau, da können wir das einmal demonstrieren, wie das so vom Prinzip funktioniert. Also das ist jetzt der allerletzte, der Weiße war ja der vorletzte. Dazu ist der Weiß, damit man das merkt, dass man nur noch einen Pfeil im Köcher hat. Könnte die Kamera nochmal hier auf das Distalende vom Endoskop gehen? Vielleicht mal das Licht ausschalten. Ja. Licht ausschalten, ja, das kommt. Große. Ja, das. Und das andere, Licht aus, und das ist das. Mhm. Ja. Und jetzt könnten wir vielleicht... Was willst du jetzt machen? Den abschießen noch. So, nimm deinen Finger. In meinen Finger? Auf den Finger? Nein, nimm deinen Finger. Nimm meinen Finger. So. Oder auf den Handschuh da. Genau, auf deinen Handschuh. Auf meinen Handschuh? Ja, ja. Das Opfer muss jetzt gebracht werden. Okay, auf meinen Handschuh. Kann man das sehen? Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt so noch einen Einspieler vorbereitet. Ja. Den können wir gleich mal zeigen. Genau. Ja. Naja. Genau. Ja, wir haben aber noch einen Einspieler, wo man das eigentlich... Das war aber jetzt zu wenig eingesaugt. Das hat man gut gesehen. Was zu wenig genau. Ist, ne? Wir wollten... zu viel Spannung drauf, ja, auf der Schleimhaut. Vielleicht können wir mal kurz den Einspieler zeigen. Genau, dort sieht man sehr schön, wie quasi die Varize eingesogen wird und dann durch Hin- und Herbewegen. Das sieht man hier viel besser als bei dem Patienten. Jetzt kommt sich das Gummibändchen um die Varize legt. Auch das ist nicht ganz so dolle eingezogen, ne? Weil ja, aber ich finde, das ist schon eindrücklich. Okay, und jetzt zur Abmontage unseres Ligatursets. Würden Sie mir das einmal noch hier drauflegen? Dann kann ich nochmal demonstrieren, wie das quasi abgebaut wird. Ich habe hier das Distalende, nehme ich einfach ab. Dann habe ich dieses Teil und das kann man dann auch ganz unproblematisch abbauen. Herr Becker, zur Nachkontrolle, was ist denn da jetzt noch wichtig bei dem Patienten? Kommt er nochmal wieder? Soll der nochmal? Also in der Regel kommen die nach 6 bis 8 Wochen bei uns zur Nachkontrolle, je nachdem, was wir meinen, ob da noch Varizen sind. Wenn wir sicher sind, dass da noch Varizen übrig sind, kommen die Patienten stationär, sonst ambulant. Mhm. Und ja, wir haben uns vorhin schon unterhalten, was unser Standard ist jetzt für die weitere Versorgung auf Stationen. Ich weiß es gar nicht so genau, aber von mir aus könnte der Patient jetzt heute Abend ruhig trinken. Trinken, ja, aber was ist mit Essen? Breikost, würde ich sagen. Würde ich nicht nur sagen, es ist so, dass der Patient erstmal Breikost bekommt auf Station. Hätte ich auch nichts gegen. Also muss sie durchaus informieren, die Patienten, und bestellen sie sich auch einen Pizzaservice, der dann nachher... Ja, genau. Wo wir nachher abends noch die Pizzastücke wieder entfernen können. Auch das soll schon passiert sein. Genau, das... Also es gibt ja nochmal eine Gefahrenzone, wenn die abfallen nach ein paar Tagen. Wenn jemand eine schlechte Gerinnung hat und so, kann es dann auch nochmal aus dem Ligaturulzera bluten. Ja. Gut. Dann herzlichen Dank.
für Ihre Präsentation. Jetzt haben wir die Varizen in der Speiseröhre erledigt. Jetzt ist die Frage, hier sind ja gerade Fragen reingekommen. Weiche Kost, wie lange auf Nahrungsaufnahme verzichten, das haben wir ja gerade beantwortet. Das macht jeder ein bisschen anders, aber am Anfang vorsichtig sein. Ja, ne? Genau. Aber jetzt haben wir die Varizen in der Speiseröhre behandelt. Jetzt haben wir vorhin schon mal bei Ihrer Einführung gesehen, dass Sie Fundusvarizen noch haben. Eignen sich dafür die Ligatursets oder was würden Sie dann vorschlagen? Also meistens sind die zu groß für Ligatursets, die Fundusvarizen. Da machen wir eine Histoacryl-Injektion. Wir haben auch einen Patienten für Sie dabei, den wir Ihnen zeigen wollen. Vielleicht können wir auf die Folie mal schalten. Auch wieder eine ethyltoxische Leberzirrhose bei einer 64-jährigen Patientin. Die hatte im letzten Jahr 2 Fundusvarizenblutungen mit nachfolgender Histoacryltherapie. Und bei der Kontrolle hat sich gezeigt, dass noch Varizen da sind. Auch da ist das Konzept nicht ganz so gut gesichert, aber auch da versucht man, vor allem wenn es 2 Blutungen war, die ganzen Fundusvarizen, die man so sieht, zu obliterieren. Und das wird Ihnen Herr Stefan Groth, Dr. Stefan Groth und Nils Andersen zeigen. Da schalten wir jetzt mal hin. Und da sind Sie schon. Moin. Ihr seht aber entspannt aus. Moin. Ja, herzlich willkommen hier aus der ERCP. Ihr habt den Plan schon erzählt, was wir vorhaben. Doch wie das vonstatten geht, ist wirklich hochkomplex. Es sind viele Schritte dazu notwendig. Und ich denke, eine extrem enge Abstimmung mit dem, was man macht und was man tut, damit der Ablauf der Untersuchung wirklich erfolgreich verläuft, man das Gerät nicht wieder entfernen muss, nicht eine verklebte Linse hat, die Nadeln nicht zu häufig verkleben und auch wirklich die Menge Histoacryl in das Gefäß reingeht, die wir haben wollen. Und deswegen wollen wir Ihnen heute mal Schritt für Schritt zeigen, wie man es vorbereitet, wie man es appliziert und wie dann in Anführungsstrichen noch die Nachbereitung ist. Was ich zuerst Ihnen allen zeigen möchte, das habe ich hier auf dem Tisch schon mal vorbereitet, wenn wir da mal runterschwenken könnten. Das ist das Wichtigste, was wir hier in der Endoskopie haben, und zwar die Histoacrylkiste, die immer fertig gepackt mit einer Liste an der Seite mit jedem einzelnen Instrument und jedem einzelnen Objekt, was drin sein soll, beschriftet ist. Die steht so bei uns im Kühlschrank, damit man die im Notfall komplett greifen kann und dann sofort Histoacryl applizieren kann. Ich werde das jetzt für Sie hier auf dem Tisch mal vorbereiten und fange an, nehme mir eine großlumige Nadel aus dem Kasten. Diese jetzt hat 0,8 mm im Durchmesser. Dann als nächstes bekomme ich das Histoacryl. Das ist vielleicht schon ein Punkt, worauf man wirklich achten muss und nochmal erwähnen sollte, dass die Nadel wirklich eine dicke Nadel ist. Mit dem 0,8 mm Durchmesser oder Lumen, weil man sonst irre schnell die Nadel verklebt und das schon mal ein ganz wichtiger Punkt ist. Und den zweiten Punkt zeigen wir Ihnen jetzt gleich, dass man die Nadel auch ein bisschen vorbereitet dann. Oder hast du das jetzt? Oder? Ja, ne? Genau. Dass man die Nadel auch vorbereitet, das ist nach Möglichkeit, weil das, wenn das man immer ein bisschen was an Flüssigkeit im Arbeitskanal hat, die Nadel wirklich schnell verklebt. Und deswegen hat sich bewährt. Dass wir sie mit dem Lipiodol, mit dem ein bisschen runter auf den Tisch. Ja, das ist gut. Ja, genau. Dass wir sie mit dem Lipiodol, dem Kontrastmittel, was wir dem Histoacryl beimischen, dann einmal durchspülen und auch herausfinden, welches Totraumvolumen in der Nadel dann vorherrscht. Ich spritze mal vor. Würdest du einmal halten? Ja, vielen Dank. Die Nadel geht vor. Die Nadel hat ja natürlich ein Volumen und alles, was wir jetzt erstmal reingeben, kommt ja nicht vorne an. Und so ist es auch mit dem Histoacryl. Wenn wir das reingeben, steckt das in der Nadel. Ich komme mal. Ich sag dir Bescheid, wenn hier was ankommt. Das Histoacryl ist ja, und auch das Lipidol, sind ja eine zähe Flüssigkeit mit einer hohen Viskosität. Das heißt, es ist ziemlich schwierig zu spritzen. Ne? So, das waren jetzt 0,8. Es ist wichtig, dass man da auf jeden Fall halt eben auch Lyolox-Spritzen mit verwendet. Genau, richtig, genau. Das waren jetzt 0,8. Jetzt geht's weiter. Das heißt, ihr achtet schon darauf, wie viel Lipiodol jetzt praktisch im Katheter verschwindet. Genau, wir messen jetzt sozusagen dadurch einmal das Totraumvolumen. Da geht es nicht um den Zehntel Milliliter,
aber dass wir einmal grob wissen, was haben wir denn? Haben wir 1,5 oder 2 Milliliter da drin? Weil wir wollen ja nachher wirklich eine definierte Menge Histocryl abgeben. Mhm. Kommt. Okay. Okay, ja. Das sind dann... Jetzt kommt ja. 1,6 also, plus. 1, ich glaube, das sind 1,7. Okay, ganz auf dem Millimeter. Das ist meist, man muss sagen, jetzt so von den Erfahrungen, wenn man die Spritze oder die Nadel mal wechselt, die haben doch unterschiedliche Totraumvolumen. Und das ist, denke ich, so die Varianz zwischen 1,5 und 2 Milliliter, also 0,5 Milliliter. Und die sollte man so auf jeden Fall abschätzen, ob man 1,5 oder 2 hat. Wenn man jetzt anstelle von 1,5, 1,7 spritzt, denke ich, keine Tragödie, aber die 2 sollte man nicht reinspritzen. Wenn wir wieder auf den Tisch gehen, das habe ich eben vergessen, Ihnen dann zu zeigen. Wir haben von unserer Apotheke dann hier 0,8 Milliliter Lipiodol steril schon vorbereitet. Für die Notfälle, das liegt in der großen Packung der Histoacrylkiste bei. Und so kann man dann ganz einfach mit der Schere, die dem beiliegt, und der Aufziehkanüle, Vorsicht, deswegen tragen wir alle im Raum und der Patient einen Spritzschutz bzw. eine Schutzbrille, damit wir nicht, manchmal sind die ziemlich fest zugeschraubt, damit wir nichts ins Auge bekommen, denn die Augen verkleben ansonsten durch das Histoacryl fast sofort. Histoacryl ist ein Gewebekleber, der auch in der Chirurgie eingesetzt wird und wenn der natürlich ins Auge kommt, kommt es dort zu Verklebungen. Manchmal sind die Lyrlock Anschlüsse ein bisschen störrisch durch das Sterilisieren. Und sag nochmal, wie ist jetzt die Mische? Hast du eben, glaube ich, schon gesagt? Genau. 0,5 Histoacryl. Das 0,5 Milliliter Histoacryl und 0,8 Milliliter von dem Lipiodol ergeben dann diese schöne Mischung, wo ich gleich noch die Luft rausnehmen werde. Ganz vorsichtig in meine Kompresse hier. Es ist auch wichtig, dass man die beiden Substanzen immer schön langsam miteinander mischt, ne, dass sie sich gut miteinander vermischen. Du hast das vorhin aufgemacht mit einer Schere. Ja, genau. Die muss natürlich trocken sein, sonst kommt man da gleich in Teufelsküche und das Zeug gerinnt. Andere Option, was man teilweise auch sieht, ist, dass Leute das mit dem Skalpell aufschneiden. Da muss man natürlich sehen, dass ein Skalpell nachher entsorgt. Ich habe auch schon mal Varianten gesehen, dass jemand, dass Kollegen das mit einer Nadel praktisch die Histoacryl-Plastikampulle mit einer Nadel angestochen haben und dann das Histoacryl rausgezogen haben. Ja, wir haben uns dazu entschieden, eine sterile Einmalschere mit in die Histoacryl-Kiste zu legen, um eben möglichst wenig an, an Unfällen zu produzieren. Zum Beispiel, wenn man die Nadel dann durchsticht, sich mitten in die Hand oder mit dem Skalpell sich schneidet. Das geht ja ganz schnell. Wir bereiten ja jetzt in Ruhe vor, weil wir wissen, dass wir das hier, dass wir jetzt Fundusvarizen obliterieren, aber im Notfall kann es ja dann sein, dass man schnell mit dem Skalpell daneben greift und sich verletzt. Deswegen haben wir dann uns auf sterile Einmalscheren geeinigt. Und jetzt kommt noch etwas Wichtiges, was mir meine liebe Schwester Birgit gleich zureicht. Das ist das Aquadest, mit dem wir später das Histoacryl dann nachspülen. Da hat sie mir freundlicherweise schon einen Mini-Spike drauf gemacht, wenn wir das auf dem Tisch mal genau. Und was? Warum nehmt ihr kein NaCl? Frage ich mal ganz dumm. Das ist genau der Punkt. Das hatten wir überlegt, was wir Ihnen zeigen. Wenn wir das Histoacryl in Aquadest geben, passiert nichts mit dem Histoacryl. Das heißt, der Kontakt von Histoacryl und Aquadest löst keine Reaktion aus. Aber zusammen mit NaCl fängt der Gewebekleber an zu polymerisieren. Und deswegen ist es verboten oder darf man kein NaCl zum Durchspülen geben? Jetzt kam hier nochmal der Einwand hier von Kollegen, die gesagt haben, Histoacryl braucht man nicht unbedingt mehr im Kühlschrank lagern. Auch das wäre nochmal ein Hinweis, der vielleicht wichtig wäre. Ihr habt eure Kiste jetzt fertig gepackt. Ja, genau. Wir haben unsere Kiste fertig gepackt. Das fertige Lipiodol hält sich dann auch gut. Unsere Apotheke, das hat man vielleicht eben nicht gut gesehen, aber wenn wir nochmal die Kamera darauf, die Kamera darauf bringen, das habe ich vorhin noch nicht erklärt. Super. Hier sehen Sie dann, dass unsere Apotheke, wenn es von den fertig
fertig produziert wird, bei 2 bis 8 Grad das gerne gelagert wird. Ja, dann hängt es mit einem Lipiodol bei euch und weniger jetzt am Histoacryl, ne? Ja. Genau. Aber es ist sicherlich sinnvoll, auch gerade für den Notfall so eine schöne Kiste bereit zu haben, nicht, dass man dann noch von A nach B laufen muss und alles halt eben zusammensuchen muss, gerade wenn es im Notfall dann schnell gehen muss, wohl? Ja, ganz genau, ja. Was Birgit mir vorbereitet hat, sind eine Menge Aquadest-Spritzen. Wir spülen dann die Nadel eigentlich fast permanent, nicht? Normalerweise heißt es ja, dass wir 4 Spritzen nehmen, aber wir haben aus der Erfahrung heraus, spüle ich so lange, bis garantiert nichts mehr kommt. Nicht? Dann nehmen wir bewusst die kleinen Spritzen, einfach um den Druck zu haben, dass man die Nadel gut durchspritzen kann. Mit der großen Spritze hat man meistens nicht genug Kraft, wenn da ein bisschen Histoacryl drin klebt, um das rauszuspülen. Wie viel Histoacryl lässt du denn vorbereiten? Ja, sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt in Notfall geht, dann lieber 2 sozusagen von den kleinen Fiolen oder 2 Injektionslösungen. Und jetzt beim elektiven Fall fangen wir mit einer an und hoffen, dass es nicht groß blutet und wir nicht schnell nachziehen müssen, sondern dann Zeit dafür haben, weil es halt einfach ein bisschen was kostet. Mhm. Ja, dann fangen wir mal an. Dann fangen wir an. Das war halt schön zum Mitschreiben. Ja, ich denke, es ist ja gerade im Notfall, dass man dann halt eben auch eine zweite Hand dabei hat, so wie der Nils jetzt die Birgit als Springer im Saal hat, die einem dann einfach zuarbeitet. Gerade wenn ich halt dann halt im Notfall Patient in einer kritischen Situation ist und es schnell gehen muss, das Ganze natürlich auch aktiv vielleicht blutet, dass man dann halt eben auch entsprechend arbeitet. Und irgendwann kommt auch die Anästhesie natürlich ins Spiel, gerade bei der Varizenblutung muss man das immer überlegen. Aber jetzt wollen wir euch nicht länger stören. Ich wollte dazu nur sagen, ich habe da auch ein schönes Joint Venture mit den Kollegen der Anästhesie zum Beispiel, die die Notfälle bei uns im Schockraum betreuen und auch wenn wir mal in der Einleitung des OPs arbeiten. Die Anästhesiepflege kennt das schon, die kriegen dann die Aquadest-Flasche in die Hand und ziehen mir dann das einfach auf. Ich kümmere mich um das Histoacryl und die helfen mir dann dabei, das Aquadest dann schon mal vorzubereiten oder dann mir das Aqua auch zuzureichen. Da habe ich so ein kleines Joint Venture mit denen eingegangen und habe denen das einmal in Ruhe gezeigt. Na, eingespannt. Ja, eingespannt kann man auch. So, das ist jetzt schon hier der Blick auf die Cardia-Region. Kommt da ein bisschen Histoacryl raus oder ist das was anderes, was da dran hängt? Da schon die 2 Injektionen mal bekommen im anderen Krankenhaus in der Notfallsituation. Tja, hier ist auf jeden Fall eine Narbe. Da war garantiert mal die Histoacryl-Injektion gewesen. Jetzt muss man sagen, entgegenspringen tut einem hier nichts. Es gibt ja diese ganz kräftigen Varizen, die man sieht. Dass das die Ecke ist, können wir von der Narbe her ableiten. Und jetzt ist immer die Frage, ist da noch eine Restvarize? Bei 2 Blutungen würden wir die gern prophylaktisch auch behandeln. Kann ich so primär nicht sehen. Aber was wir machen, ist, dass wir die Nadel nehmen und mit der Nadel mal tasten, wie das Gewebe sich da anfühlt. So dieses Kissen links davon könnte man ja denken, vielleicht ist unten da neben der Narbe. Ja. Zeig uns doch gleich nochmal die Narbe genau, wenn du die... Genau, die Narbe ist sozusagen genau das Gebiet hier, wo die Nadel jetzt rauf zeigt. Und jetzt kann ich mal anfangen, hier zu tasten. Oh, Gewebe ist weich. Könnte schon gut sein, dass hier noch was hintersteckt. Was man sich dann trauen kann, ich wäre mir jetzt ja unsicher. Ich kann jetzt genauso hier an eine andere Stelle gehen und natürlich sagen, hier ist irgendwo auch weich. Was man sich trauen kann, wenn man sozusagen alles vorbereitet hat, dass man die Nadel vormacht und hier einfach Nadel mal reinpiekst. Jetzt gehe ich wieder raus. Da kommt nichts. Also wenn man Probe sticht, muss man natürlich dann auch mit Histoacryl gut umgehen können, ne? Genau, darauf sind wir mehr als vorbereitet hier. Wir stehen ja praktisch in den Startlöchern, wenn jetzt aber was passiert. Aber man muss sagen, was ja passiert mit dem Histoacryl generell, ist, dass vom Körper abgestoßen wird.
Das ist umso unangenehmer, wenn das einfach nur in der Schleimhaut ist. Dann gibt es meist ein großes Ulkus, was immer wieder eine Blutungsgefahr hervorruft. Und deswegen wollen wir auf keinen Fall irgendwo, oder wenn, dann streng intravasal injizieren. Und ich muss hier ganz ehrlich sagen, hier auf Anhieb ist nichts sonderlich Auffälliges. Der Bobbel da oben vielleicht noch. Machen wir Nadel zurück. Nadel zurück. Ja. Alles, was man von hier so erreichen kann, gerade an der Cardia, ist meines Erachtens immer noch eine Indikation eher für die Gummibandligatur. Die kriegt man da noch gut rein. Die Gefäße werden erst dann unten im Fundus oder unterhalb der Cardia wirklich größer. Das heißt, wenn das jetzt hier man die das. Die Patientin hatte ja eine Kontrolle zwischendurch, wo es den Anschein hatte, dass da noch was ist, ne? Ja, da hatte man den Eindruck. So ist es uns berichtet, aber ich meine. Dieses kleine Bobbelchen, was da in Richtung Endoskop weist, das sieht man von oben nicht so, ne? Ach, dieses. Wobei ich sagen muss, das ganz oben. Ist das ein härter von dem Tastbefund her als die Umgebung? Dass man annehmen könnte, dass da noch ein Rest Histoacryl. Nee, auch das ehrlich gesagt gar nicht mal so. Okay. Da sieht man mehr die Mucosa-Narbe. Ja. Also ich glaube, es ist eine wichtige Message, dass man nicht sagt, ach, jetzt habe ich schon alles vorbereitet, jetzt spritze ich es mal irgendwo rein. Okay. Ja, gerade nach dem Hinweis, dass es, wenn es nicht streng intravasal gespritzt, dass es natürlich auch halt eben dann durch zu Ulzer führen kann, ne? Jetzt machen wir was. Jetzt kann man mal, das sei einfach. Man kann jetzt mal einfach nehmen mal Histoacryl ab und gibt mal ein bisschen Aquadest einfach. Ja. Ich gucke jetzt, ob jetzt ein submukosaler Bobbel da entsteht. Wirklich? Okay. Ein Stückchen hatte da schon drin, ne? Ja. Jetzt können Sie einmal aufs Röntgen schalten. Wir hatten ja ein bisschen Lipidol in der Nadel. Das ist das, was man da sieht. Das ist das Kontrastmittel dann, ne? Ja. Das bleibt aber auch an der Stelle. Nee, ganz ehrlich gesagt, Nadel zurück. Nadel zurück. Und bluten tut es auch nicht wirklich mehr, als wenn man in die Mucosa sticht. Ja, wobei. Ja, ist trotzdem eine Ecke, wo ich sagen würde, da würde ich eher mit einem Gummiband rangehen. Mhm. Da unten ist kein dickeres Gefäß. Von daher kannst du einmal ein Gummiband-Ligaturset besorgen. Macht es Sinn, da jetzt eine Endosono zu machen? Es gibt diese Arbeiten dazu, dass man mit Endosono tatsächlich guckt und Gefäße da obliteriert. Da ist natürlich die Frage, was ja auch immer strittig ist, ob die prophylaktische Histoacryl-Injektion in Fundus varizen wirklich einen Überlebensvorteil oder Mobilitätsvorteil bringt. Ist ja immer ein bisschen strittig. Wenn jemand dicke, sehr auffällige Varizen da hat, denke ich, sollte man das machen. Ob man dann Endosono überhaupt noch braucht, ist fraglich. Jetzt wirklich so hochprophylaktisch dann jetzt hier zu arbeiten, ist auf jeden Fall kein Standard. Man könnte ja auch sagen, was man endoskopisch nicht sieht, ist nicht relevant. Ja. Weil Gefäße aber, sind da ja sicher in der Wand drin, ne? Was wir aber vorbereitet haben, ist noch, können wir gleich machen, ja. ist noch eine andere Sache, oder Birgit, komm mal auf die Linke da drum. Ist noch eine andere Sache, die wir Ihnen auf dem Tisch hier zeigen wollen, ist der Effekt vom Histoacryl. Das haben wir vorher nicht getestet. Hoffen wir, dass es klappt. Darf ich noch mal kurz fragen, macht ihr jetzt dann noch mal eine Ligatur? Wir machen genau, wir bereiten eine Ligatur, vor, okay. Und würden jetzt hier im Cardia-Bereich diesen Bobbel da sozusagen, den wir jetzt gerade hier ein bisschen gemacht haben oder geschaffen haben, den mit reinsaugen. Habt ihr denn hier Theaterblut oder? Wie bitte? Entschuldigung? Was ist denn in der Schale drin? Ja, genau.
Die Schale, das wollten wir so lange zeigen, wie wir das Ligaturset aufziehen. Da haben wir, das haben wir vorher noch nicht getestet, haben wir etwas... Citratblut drin. Genau, Citratblut. Und falls wir das Histoacryl nicht verwenden, dass wir immer noch eine Verwendung haben, und zwar die leere dann jetzt, dass wir einfach mal etwas Histoacryl in dieses Schälchen geben und dann mal sehen, wie es dann verklottet. Okay, jetzt einfach warten. Und ich glaube, das sieht man hier an den Rändern schon ganz schön. Auch ohne Vergrößerungsendoskopie. Wie es dann polymerisiert in dem Blut. Ja. Das kann man sich dann jetzt anhand von diesem Modell ja dann mal schön vorstellen, nicht? Das wird immer härter hier gerade. Ich glaube, Sie sehen das alle ganz gut. Jetzt mittlerweile hat es ja schon so eine Pudding-Konsistenz. Ja, und es wird richtig hart, wie man das von Sekundenkleber kennt. Also ganz harter Plastik, der dann langsam vom Körper abgestoßen wird. Und wenn man zufällig mal im richtigen Zeitpunkt reinguckt in den Magen, dann kann man teilweise sehen, wie gerade das Histoacryl vom Körper rausgestoßen wird und kann das teilweise im Magen fischen. Haben wir schon so richtige Histoacryl-Klotz rausgeholt. Und in welcher Zeitspanne passiert das dann? Irgendwo so innerhalb von 4 bis 6 Wochen ist so ein Punkt, wo das abgestoßen wird. Aber hängt natürlich davon ab, wie tief das auch drin ist. In den Fundusvarizen, wenn das ganz oberflächlich da ist, so eine kleine Menge, geht es vermutlich schneller. Wenn man es jetzt mal in den Esophagusvarizen doch gespritzt hat, dauert es länger. Wenn es in den Esophagusvarizen ist, kann es auch schneller gehen. Genau, wir sind hier in der Vorbereitung. Die Situation, die wir jetzt haben, wir haben einen richtigen Patienten auf dem Tisch und planen jetzt eine Histoacrylklebung, aber trotzdem muss man so flexibel sein, dass man dann halt eben auch noch die anderen Techniken parat hat, sprich die Ligatur, dass man dann eben schnell umswitchen kann. Genau, wie es geht, haben wir ja schon gelernt. Noch ein bisschen fester. Wir haben hier noch eine Frage aus dem Chat, ob Sie die Fundusvarizenbehandlung immer mit der Durchleuchtung machen. Nee, muss man nicht. Ist manchmal ganz schön zu sehen. Was ändern kann man an dem, was passiert, wirklich nicht. Man kann natürlich dann mal sehen, wie das manchmal auch weiterfließt, was sich dahinter für ein großes Venengeflecht befindet und ob was irgendwo Richtung Lunge hochgeht. Es geht immer was Richtung Lunge hoch, muss man sagen. Aber es sollte natürlich keine relevante Menge sein. Wie hoch ist da die Emboliegefahr? Da gibt es eigentlich nur Einzelfallberichte zu. Man kann keine Prozentzahl da angeben, wie hoch die Gefahr ist. Ganz interessant, wenn man aber bei den Patienten einen Tag später ein CT macht, Lungen-CT, findet man multiple Mikroembolien in der Lunge durch das Lipiodol. Das sieht man überall, dass das irgendwo sitzt, aber so weit peripher, dass es keinen Embolie-Effekt hat, also klinisch nicht relevant ist. Aber ein bisschen was wegfließen tut immer. Man hat ja eben auch gesehen, dass es doch ein paar Sekunden braucht, um auszuhärten. Von daher ist das nahezu zu erwarten. Und jetzt ligierst du die Stelle, wo wir eben die Probe gestochen haben. Und dann das Gerät aber, Gehst du nochmal wendeltreppenartig nach oben? Oder? So, weiß nicht, ob das notwendig ist. Wir gucken mal, dass wir diesen Bereich auf jeden Fall mit reinkriegen. Ja. Okay, ein Band abgeschossen. Ja. Ja, ein bisschen Blut ist ganz noch drin. Ordentlich. Ja. Ja, Platz dann dabei. Also kann gut sein, dass das so eine Junctional-Varize ist, die jetzt gerade so über die Cardia rüberzieht. Und gut, ich denke, die erwischen wir so und dann kontrollieren wir es einfach wieder. Sollte im Verlauf, manchmal ist es ja auch so, dass man es in verschiedenen Blutdrücken dann plötzlich einmal ganz kräftig sieht da im Magen. Ist die vermutlich schon da? Guck mal, da ist die eigentlich noch. Ja. Gut, gucken wir mal rechts daneben. Wenn es dann so ist, würde man natürlich nochmal aufs Histoacryl zurückschwenken. Sie würden aber immer nur pro Grad mit der Ligatur arbeiten. Muss ich jetzt? Ja, man kommt da in aller Regel nicht hin. Mhm. Das ist so, das Gerät schafft man dann nicht an die Cardia ran. Um dann richtig aufzusetzen und den Sogeffekt zu haben. Ja, genau. Nicht? Hier, ne? Hier ist die Narbe. Histoacryl.
Ja, man sieht das nur dahinter. Okay. Gut, da bin ich aber direkt über diesen Bobbel, der da weitergeht. Ja. Hm. Ja. So, jetzt gucke ich nochmal, ob hier noch mehr entgegenspringen. Hier oben bei 12 Uhr könnte man noch. Mhm. Ja. Doch, ne? Das ist ja auch eine ungelöste Frage, ob man so viel einzieht, wie geht und erst aufhört, wenn alles fibrosiert ist, wie früher bei der Sklerotherapie. So hier zum Beispiel, genau. Ob man hier noch was einziehen kann. Machst du das dann? Entschuldigung, ich habe es leider wieder akustisch nicht verstanden. Oder hier kann man ja schön was einziehen, dann wird es gemacht, ne? Hm. Ja, also gut, hier hat man ganz gut gesehen. Ich gehe immer ganz gerne so ein paar Zentimeter zurück und gucke, ob so ein Varizenstrang, wie jetzt hier rechts bei 2 Uhr zu sehen, ob der auch wirklich hier so runterzieht. Man sieht natürlich, oder einsaugen kann man natürlich, sobald die Mucosa noch halbwegs beweglich ist und nicht schon vernarbt ist von Vorligaturen, kann man immer ganz gut was. Das kennen wir von der EMR her auch. Insofern muss da auch ein dazugehöriger Varizenstrang sein. Und da finde ich es immer ganz gut, mit dem Gerät so 5, 6, 7 Zentimeter hoch und runter zu gleiten und immer mal wieder Luft wegzunehmen und zu gucken. Und hier würde ich jetzt so bei 11, 12 Uhr oben sagen, da zieht noch irgendwie was runter. Da war ich aber eben hier schwierig dran. Und dann versuche ich mir das wirklich platt zu drücken, dass ich auch jetzt nicht die Gegenseite oder noch mehr Gewebe von der Gegenseite bekomme und schaue, dass ich wirklich nur dieses Gebiet da reinkriege, so wie jetzt. Und dann kann man das Gerät ein bisschen wackeln, vor, zurück, bis eine ordentliche Menge reinkommt und dann Schuss. Und das wir haben jetzt noch ein paar Fragen bezüglich Histoacryl und sonstige Erfahrungen mit Glumbran, um die Cardia-Varizen zu obliterieren. Ja, ich persönlich habe keine Erfahrung. Man muss ja insgesamt sagen, dass die Erfahrungen mit den verschiedenen Klebern nie richtig getestet wurden. Das ist die Mische, die sozusagen am häufigsten getestet wurde und klinisch die besten Erfahrungen gebracht hat. Dann ging es auch jahrelang immer mal wieder um Herstellung und welche Stoffe sind verfügbar und sind dann auch wirklich zugelassen. Bei uns hat sich das Histoacryl, also Cyanoacrylat, etabliert und damit haben wir am meisten Erfahrung und nutzen das in aller Regel. Glumbran ist ja in Ländern, wo es Histoacryl nicht gibt, hauptsächlich, ne? Ja. Weitere Frage, vor dem Einführen der Nadel, auf die Histoacryl aufgesteckt ist, Neutralöl durch den Arbeitskanal. Das wird ja vorbehandelt. Das haben wir, wir haben das noch nie gemacht. Wir haben das in der Erfahrung, von der Erfahrung her auch noch nie gebraucht. Ne? Schadet garantiert nicht. Also es garantiert keinen Fehler, wenn es einfach besser glubscht. Plus noch weniger, dass Histoacryl da irgendwo angreifen kann oder sich festsetzen kann. Denke ich, ist das. Das ist eine gute Methode, ja. Also ich kenne es auch so, dass wir dass das Zahlende mit Öl praktisch einmal eingerieben haben und halt eben auch nochmal, bevor wir die Nadel durchgegeben haben, Öl durch den Arbeitskanal gegeben haben. Andere geben auch schon mal Lipiodol durch. Das ist die andere Option. Ich denke, jeder hat eben auch seinen eigenen Standard. Es war noch eine Frage, ob auch mit Glucose nachgespritzt werden könnte, anstatt von Aqua. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen? Ich kenne das nicht. Also wir da liegen bei uns jetzt auch keine Erfahrungsberichte vor und ich glaube, alles, was man in der Literatur dazu findet, spricht auch von Aquadest. Wir können nachberichten, wir haben noch eine fertig aufgezogene Spritze hier und können nochmal Glucose aufziehen und gucken, ob das reagiert. Darum ging es ja. Wenn das nicht miteinander reagiert, spricht überhaupt nichts dagegen. Gut, ja, vielen Dank. Sehr schöne Demo. Können wir nochmal auf den Tisch gehen? Ja. In der Zeit, wo wir jetzt hier gewartet haben, ist nämlich etwas Schönes passiert. Ich habe das ja vorhin dann nochmal ein bisschen angerafft. Und jetzt mittlerweile ist es schon so fest, dass ich da die Nadel reinstecken kann und es hier in dieser Schleierform, in die ich es vorhin gedrückt habe, einfach stecken bleibt. Ne? Und jetzt, wenn man noch ein bisschen länger wartet, dann wird es dann ganz aushärten und in der Schale nicht mehr beweglich sein. Schöner kleiner Mount Fuji. Vielen Dank. Ach, vielen Dank. Danke auch. Ja, jetzt haben wir die Ligatur und die Histoacrylklebung praktisch erlebt. Wir
werden jetzt gleich nochmal andere Blutungen, nämlich nicht varikose Blutungen, nochmal darstellen. Wir möchten aber jetzt in der Zwischenzeit noch einmal auf pflegerische Themen mal eingehen, nämlich das Sign-In und das Team-Time-Out. Das wird oft miteinander verwechselt, weil das Sign-In praktisch das erste Gespräch ist, was man mit dem Patienten führt, um die Risiken abzuklären und dann nachher diese Informationen mitnimmt ins Team-Time-Out. Und wir haben dazu halt eben auch eine kleine Sequenz mit vorbereitet. Und ich darf jetzt mal um den Einspieler bitten. Sign-In hieß früher Patientengespräch, ne? Ja. Oder Erstgespräch. Das kommt ja aus der Chirurgie. Hm. Die WHO hat ja das Team-Time-Out auch mit für die chirurgischen Eingriffe mit praktisch etabliert, weil sie halt eben auch in Studien gezeigt hat, dass wenn man das Risiko des Patienten vorab klärt, es halt eben auch signifikant weniger Infektionen, weniger wiederholte OPs, weniger Komplikationen, weniger Todesfälle gibt. Und das wird halt eben jetzt auch in der Endoskopie empfohlen. Das ist auch in der S2K-Leitlinie zur Qualität in der Endoskopie mit verankert, dass wir es halt eben auch mit durchführen sollen. Und das splittet sich in drei Phasen, nämlich das Sign-In, das Team-Time-Out und das Sign-Out. Und der OP würde das Sign-In praktisch an der Schleuse durchführen oder wenn es der Patient übernommen wird. Und das machen wir jetzt halt eben auch und haben einen Patienten und eine Schwester, in dem Fall Katharina Edenharter, die das Sign-In bei unserem Patienten durchführt. Guten Tag, Herr Bischof. Mein Name ist Katharina Edenharter. Ich mache gemeinsam mit Professor Pech die Untersuchung bei Ihnen. Wissen Sie denn, was wir für eine Untersuchung machen? Wo haben Sie denn Beschwerden? Verstehen Sie mich? Sie müssen lauter mit mir sprechen. Ich habe meine Hörgeräte auf Station gelassen. Tragen Sie das links und rechts, das Hörgerät? Ja. Und eine Brille sehe ich. Und tragen Sie denn auch eine Zahnprothese? Ja. Ja? Kann man die rausnehmen, die Zahnprothese? Ja. Beide? Ja. Oben und unten? Beim Schlafen lasse ich sie aber normalerweise immer drin. Die nehme ich nur zum Zahnarzt raus. Wissen Sie, warum Sie bei uns sind? Was wir heute für eine Untersuchung machen? Ich soll einen Schlauch schlucken. Einen Schlauch sollen Sie schlucken? Tut Ihnen der Bauch weh? Ja. Ja, dann schauen wir da mal rein, oder? Können Sie mir denn sagen, wann Sie geboren sind, Herr Bischof? Am 14.02.1978. Haben Sie denn unterschrieben, dass wir Ihren Magen anschauen dürfen? Ich habe so viel unterschrieben, da mag das wohl dabei gewesen sein. Dann schaue ich nochmal nach. Sie sind aber einverstanden, dass wir den Magen anschauen? Ja. Ja, gut. Nehmen Sie denn blutverdünnende Medikamente ein, Herr Bischof? Das ist so ein ganzer Packen, den ich nehmen muss, wegen allem Möglichen. Das kann ich, also bestimmt irgendwie was fürs Herz. Ich habe immer so einen Druck auf der Brust und schlecht Luft kriege ich auch. Dann schaue ich da auch mal nach, ja? Das wäre schön. Haben Sie denn Allergien, Herr Bischof? Ist da was bekannt? Nein. Sie können alles essen? Ja. Und wenn man mal Pflaster klebt, dann vertragen Sie das auch? Ja. Gut. Haben Sie denn Metalle im Körper? Sind Sie schon mal operiert worden? Ja, häufig. Ja? Aber ich glaube, an der Hüfte zum Beispiel und... Links oder rechts? Rechts. Rechts. Und am Herzen ist aber nichts gemacht worden? Ja. Ist da auch Metall drin? Nein. Da ist kein Metall drin. Und die Lunge, ist das schon mal angeschaut worden, warum Sie so schlecht atmen können? Das hat immer, das ist so schwere Lungenerkrankung wohl, irgendwas mit Gold oder Silber kommt da dann noch, aber... Fragen Sie mich nicht. Mit Gold und Silber ist es. Schaue ich nochmal nach. Herr Bischof, wir bereiten uns noch ein bisschen vor, damit wir dann Ihren Magen anschauen können. Der Doktor spricht nochmal mit Ihnen und Sie dürfen während der Untersuchung schlafen und wir arbeiten. Sind Sie einverstanden? Ja. Ja? Sehr schön. Dann bis gleich. So, Sie haben ja jetzt vielleicht die Uhrzeit mit verfolgt. Das Ganze hat sich jetzt gefühlt schon eine Ewigkeit angefühlt, aber wir haben tatsächlich dieses Gespräch jetzt mit knapp 2 Minuten geführt. Diese 2 Minuten, denke ich, haben wir auch in der Routine. Man muss sich halt eben wirklich auch die Zeit nehmen, um diese Informationen herauszufiltern. Und ich darf jetzt mal weitergeben an Katharina Edenharter. In der 7 ist die. Wir sehen, wir sind live. Genau. Hallo miteinander. Ich bin hier mit meinem Team. Silke Bichl unterstützt uns und Professor Pech macht die Endoskopie.
Hallo. Zum Thema Sign-in. Es war uns wichtig, nochmal darzustellen, es ist die erste und eine sehr kurze Phase, in der wir wichtige Informationen am Patienten generieren können, die wir dann nutzen, um uns im Team-Timeout nochmal abzusprechen. Vielleicht kann man diese Checkliste einblenden. Es wird im Laufe des Alltags dann natürlich routinierter, aber es sind ganz typische Fragen. Wir haben versucht festzustellen, ist der Patient orientiert? Kann er sein Geburtsdatum nennen? Es war ja am Anfang eine Verwirrung, weil er nicht geantwortet hat. Also es wurde auch ausgeschlossen, also mit den Hörgeräten, das kann man wahrnehmen. Er war ist doch orientiert, zumindest was das Einverständnis betrifft. Das kann man dann auch überprüfen. Hier sieht man diese Liste nochmal. Dann geht es natürlich aus versicherungstechnischen Gründen auch immer um Wertgegenstände, die Prothese auch zum Schutz der Aspiration, was man nun mal mit dem Arzt besprechen kann, ob er sie tragen darf während der Untersuchung und ob man sie rausnimmt. In der Akte wird dann tatsächlich nochmal überprüft, ist die Aufklärung vorhanden und ist sie dann auch tatsächlich von dem Patienten unterschrieben oder habe ich vielleicht einen Hinweis mit einem anderen Namen, sodass ich Rückschlüsse ziehen kann, dass der Patient betreut ist. Man checkt die Laborwerte nochmal, gibt sie gegebenenfalls weiter, falls Interventionen geplant sind, Allergien, auf die man Rücksicht nehmen sollte, die Klassiker, Metalle im Körper, falls wir mit Strom arbeiten und letztlich, wie Sie es ja im Beispiel gesehen haben, es ist eine COPD-Gold. COPD-Gold. Was für uns dann in Folge heißt, bei der Untersuchung würden wir gegebenenfalls aufs CO2 verzichten. Das heißt, ihr nutzt diese Checkliste tatsächlich möglichst für alle Patienten, sodass sie, wenn die bei euch in der Endoskopie halt eben ankommen, die Kollegin, die praktisch nachher den Patienten mit übernimmt, das eben alles durchcheckt. Was passiert, wenn dann irgendwelche Diskrepanzen auftauchen? Meinetwegen die Einverständnis liegt nicht vor oder irgendwas mit der Gerinnung stimmt nicht. Was passiert dann? Also bei uns in der Praxis ist es so, dass wir dann zuerst natürlich Rücksprache mit demjenigen Arzt halten, wie die weitere Vorgehensweise ist, sodass bereits im Vorfeld die Untersuchung nicht beginnt, sondern wir wollen ausschließen, dass wir ohne die Aktenlage, dass alles da ist, aus Rechtsgründen, dass wir da beginnen. Und ansonsten nutzen wir natürlich das Team-Timeout, weil das ist nur der letzte Moment, bevor die Intervention beginnt, in dem man nochmal die Bremse ziehen kann und sagen kann, Moment, hier fehlt was, wir werden Schwierigkeiten haben bei der Sedierung, Moment, wir haben eigentlich das Equipment oder das Device gar nicht, das der Arzt sich wünscht. Und manchmal ist es ja im Alltag so, dass die Vorstellungen, was der Arzt untersuchen möchte oder welche Intervention er vornehmen will, sich sehr von dem unterscheidet, was die Schwester denkt, dass man vielleicht tut. Das Team-Timeout würde dann tatsächlich direkt vor der Untersuchung stattfinden. Das würdet ihr uns jetzt auch nochmal zeigen. Genau. Aus technischen Gründen, um uns das Mikro zu teilen, machen wir es mal so. Genau. Katrina und ich müssen heute am Valentinstag ein bisschen kuscheln, aus technischen Gründen. Wir haben jetzt die erste Stufe, wie du schon erklärt hast, Uli, das Sign-in erfolgreich bearbeitet, sind jetzt im Untersuchungsraum und würde in diesem Fall als sedierende Schwester das Team-Timeout auslösen. Dazu brauchen wir noch einmal den Patienten. Unser Patient schläft jetzt in diesem Fall schon unter dieser besonderen Untersuchungsatmosphäre. Im Regelfall würden wir den Patienten mit einbeziehen und ihn eben nochmal nach seinem Namen fragen, also unseren Herrn Bischof, der geboren ist am 14.02.1978. Wir als Team haben uns dem Patienten vorgestellt. Wir stellen uns untereinander jetzt nicht mehr vor, weil wir uns kennen. Das ist auch nochmal ein Tipp von uns, um das Team-Timeout einfach ein bisschen geschmeidiger im Alltag zu machen und ist nicht unnötig zu verkünzeln. Dann gebe ich jetzt an die einzelnen Akteure weiter, und zwar an Herrn Professor Pech als Untersucher. Ja, ich würde dann erstmal natürlich sagen, was für eine Untersuchung geplant ist. Wir haben einen Patienten mit einer oberen gastrointestinalen Blutung und hier geht es darum, eine Blutstillung durchzuführen. Ich wünsche mir ein spezielles Equipment, Unterspritzung, Clips,
alles, was sozusagen für eine Blutstillung notwendig ist, dass das gerichtet ist. Und da, um das im Vorfeld sicherzustellen, dass wir eben alle von der gleichen Untersuchung sprechen und alle das Gleiche im Kopf haben, was wir jetzt dann auch gleich tun wollen. Als Assistenz würde ich das dann übernehmen, nochmal wiederholen, welches Equipment jetzt tatsächlich zur Verfügung gestellt ist und auch im Notfall reagiert werden kann. Prima. Und ich als sedierende Schwester würde eben nochmal betonen, dass wir diesen Eingriff ohne CO2-Insufflation durchführen aufgrund der COPD des Patienten. Die Sedierung ist vorbereitet und das Notfallequipment liegt für mich einsatzbereit zurecht. Und damit kann die Untersuchung starten. Vielleicht blenden wir den nächsten Bogen nochmal ein. Wir haben nicht von der DGEA aus so einen kombinierten Bogen halt eben genau entwickelt, wo das Sign-In auf der rechten Seite, in der Mitte ist Team-Timeout und auf der linken Seite ist Sign-In, Team-Timeout und Sign-Out halt eben in drei Spalten dargestellt wird. Das finden Sie halt eben auch auf der DGEA-Website oder halt auch in der S2K-Leitlinie ist das mit abgedruckt und Sie können das halt eben dann auch entsprechend benutzen. So, wir haben jetzt praktisch, das haben wir das Team-Timeout, was jetzt hier in der Regel durchgeführt haben. Wir würden jetzt gleich mit Ihnen nochmal, das kann praktisch ausgeblendet werden, damit sind wir fertig. Wir würden jetzt gleich mit Ihnen dreien nochmal die nicht varikose Blutstillung durchführen. Nun war es natürlich schwierig, auf der Reeperbahn oder im Hafen einen Patienten zu finden. Wir hatten jetzt hier keinen akuten Patienten in der Notaufnahme, sodass wir uns zu einem anderen Patienten entschieden haben, der Rudi Rüssel heißt. Der Patient ist nämlich ein Schweinemagen und sodass wir jetzt halt eben am Schweinemodell weiterarbeiten, da wir jetzt halt eben keinen Notfallpatienten hier im UKE zur Verfügung hatten und wir aber trotzdem nicht auf die Techniken verzichten wollten. Es ist ja auch beim akuten Blutungsnotfall manchmal nicht so ganz die Zeit, in Ruhe den Clip zu erklären und aufzustecken. Also hat sicher dieses Vorgehen auch seine Vorteile. Genau, und Rudi Rüssel hat zugestimmt mitzumachen, genau. Also von daher passt das Ganze. So, ich würde jetzt an euch übergeben, denn ihr habt jetzt ein paar Techniken für uns vorbereitet. Also ich hoffe, es funktioniert jetzt auch mit dem Clippen. Wir fangen mit dem Standard-Clip-System an von der Firma Olympus. Wie man hier sehen kann, meistens ist der Handgriff bei diesem Device mit einem Daumenring und der Mechanismus ist einfach vorschieben und zurückziehen. Vorschieben und zurückziehen. Und damit bewegst du praktisch eine Seele, die innen drin sich nach vorne schiebt. Genau, ich würde das hier nochmal zeigen, was dann letztlich passiert. Kann man das so gut erkennen? Jawohl. Wenn ich den Daumenring betätige und vorschiebe, dann kommt ein Dornfortsatz raus. Und bei diesem Dornfortsatz kann der Clip aufgezogen werden. Zurückziehen und zum Aufziehen der Dornfortsatz. Genau. Was jetzt interessant ist bei diesem, wir können so auf dem Tisch bleiben, das ist vielleicht ganz gut. Es gibt natürlich verschiedene Größen. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele hier. Sie sind farblich zu erkennen. Das ist oft leicht im Alltag, man muss nicht nachlesen. Das ist ein Short Clip und das ist einfach ein Long Clip. Unterscheidet sich nur in der Größe der Branchen. Das ist wahrscheinlich schlecht zu erkennen. Long Clip bedeutet einfach, dass die Branchen länger sind als beim Short Clip. Genau. Das heißt, du kannst jetzt beliebig deinen Applikator beladen und auch beliebig oft Clips absetzen. Genau. Ich setze jetzt mal so einen Long Clip auf. Ich würde hier so bleiben. Ich finde, das ist auch für Anfänger gerade ein recht anspruchsvoller Clip, weil man den Clip relativ gerade auf diesen Dornfortsatz aufsetzen muss. Ich versuche das mal hier. Das ist eine Haltung zum Stabilisieren, sodass es gerade ist. Und mit dem Ausfahren und Einfahren des Daumenrings ziehe ich diesen Clip auf. Das soll relativ zügig gehen. Was in den Anfängen oft passiert ist, dass man
hier drückt und eine Biegung reinmacht und dann lässt sich dieser Clip nicht aufsetzen. Dann schießt man quasi ab. Ich mache das mal. Raus, rein. Und er ist aufgezogen. Man sieht dann im Applikator, dass nichts mehr drin ist. Und so kann er jetzt auch weitergereicht werden zum Clippen. Vielleicht noch ein Wort zum Applikator. Der war ja in der Vergangenheit ein Mehrfachapplikator, der dann auch durch praktisch als wiederverwendbarer Applikator durch den Steril gegangen ist, also praktisch gereinigt wurde, desinfiziert und sterilisiert wurde. Das wird heutzutage nicht mehr empfohlen, sodass der Applikator, den ihr jetzt auch in der Hand habt, ein Einmalapplikator ist, der aber dann bei dem einen Patienten für mehrere Clips verwendet wird und der nachgeladen wird. Ja, exakt. Also das ist jetzt der Einmalapplikator. Der sieht im Endeffekt jetzt so vom endoskopischen Bild eigentlich genauso aus wie der, den wir schon seit vielen Jahren kennen, der wiederverwendbare. Aber der wird eben danach, nachdem die Blutstillung bei dem Patienten erfolgt ist, dann weggeschmissen. Sie sehen jetzt hier vorne die Spitze des Applikators. Sie sehen jetzt im Prinzip hier schon die vorbereitete Blutung. Die würden wir jetzt mal starten. Am besten, genau. Sie sehen, es spritzt ordentlich. Ich würde dann die Schwester bitten, den Clip auszufahren. Sie sehen, es wird ausgefahren, dann bitte spannen. Jetzt wird er gespannt. Das ist oft so ein bisschen die heikle Situation, dass es nicht beim Spannen gleich, jetzt ist er gespannt, es macht so einen kleinen Klick. Die Schwester merkt es auch. Und dann würde ich hier mit dem Clip im Prinzip zur Blutungsquelle, zum Gefäßstumpf gehen, aufsetzen, saugen. Wir haben relativ viel Luft in diesem großen Magen, deswegen ist das Saugen sicher ein bisschen dauert ein bisschen länger, bis man wirklich hier ein bisschen desouffliert hat. Und dann, hier kann ich nicht auf und zu machen lassen, um ein Probe-Clip zu machen, Clipping zu machen, sondern hier muss ich im Prinzip feuern und hoffen, dass der Clip dann auch richtig sitzt. Ich würde es mal darum bitten, abzufeuern. Es spritzt. Sehr schön. Wunderbar. So, und jetzt nochmal ablösen den Clip. Genau. Und jetzt ist im Prinzip der Clip abgefeuert, die Blutung steht, wir haben den Gefäßstumpf erwischt. Wichtig ist immer noch, da löst sich hier so ein Plastikteil, ist wahrscheinlich hier irgendwo in dem Blutsumpf liegt es dann. Das wird ganz gerne auch mal, wenn es dann unübersichtlich wird, man viel saugen muss, eingesaugt und das kann ganz schön gefährlich sein fürs Endoskop. Das heißt, es kann dann im Prinzip die Ventile verstopfen, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist im Prinzip der einfachste Clip, mit dem man mit einmal feuern, den man dann abschießt, aber auch wahrscheinlich im Moment noch die günstigste Variante. Das ist jetzt die Firma Olympus, um Ross und Reiter zu nennen. Genau, das ist die Firma Olympus. Wir hatten es ja schon vorhin gesagt, das ist der traditionelle Olympus-Clip. Wenn ich jetzt einen richtigen Patienten habe, wir haben ja jetzt unseren Rudi Rüssel da liegen, aber wenn wir jetzt einen richtigen Patienten da hätten, würden Sie in der Situation zunächst unterspritzen und dann klippen oder direkt klippen? Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also im Prinzip, die Leitlinien sagen, Unterspritzung alleine ohne mechanische Blutstillung sollte man nicht mehr durchführen. Wenn ich jetzt wirklich einen guten Gefäßstumpf habe und ich den gut einstellen kann und Übersicht habe, dann reicht mir eigentlich auch ein gut gesetzter Clip, um die Blutung zu stillen. Ich würde dann nicht immer noch unbedingt unterspritzen. Manchmal ist die Situation aber so unübersichtlich, dass man sich zum Beispiel mit der Unterspritzung mal ein bisschen Ruhe reinbringt, um die Blutung ein bisschen abzumildern, um dann gezielt den Clip zu setzen. Das muss man immer individuell entscheiden. Aber der Clip, also es sollte immer eine mechanische Blutstillungskomponente mit dabei sein. Alleiniges Unterspritzen macht da keinen Sinn und sollte auch nicht allein durchgeführt werden. Wir wollen jetzt aber auch nicht suggerieren, dass immer ein Clip ausreicht, ne? Das ist absolut so. Wir haben hier ideale Situationen. Wir haben einen schönen Gefäßstumpf gesehen, konnten es gut einstellen. Es war nicht die Blutungsquelle im Blutpool, sondern auf der gegenüberliegenden Seite. Häufig muss man 2, 3 oder auch mehrere Clips setzen. Und manchmal kriegt man auch damit die Blutung nicht zum Stehen. Das ist leider so. Dann muss man einen Plan B haben. Wir haben noch mehrere Clips im Angebot, die ihr uns noch zeigen wolltet. Ne? Wir haben alles bereit. Der nächste Clip, den wir vorstellen wollen, unterscheidet sich nicht wesentlich. Die Führung ist nur mit Zeigefinger und Ringfinger noch dazu. Das Prinzip ist das gleiche. Ich kann nichts anderes tun als öffnen und schließen. Und die Spitze ist in dem Fall nicht mehr zu präparieren. Der Clip ist so fertig,
kann einmal verwendet werden, kann geschlossen werden, geöffnet werden. Ups, bin ich hingerutscht? Jawohl. Geschlossen und geöffnet und abgeworfen werden. Das Schöne an diesem Clip ist die Kunststoffummantelung, bei der sich dann der Clip besser einführen lässt. Das ist jetzt was für ein Clip? Microtech. Mhm. Gibt es in verschiedenen Größen. Auch hier orientiert man sich, wenn es schnell gehen muss, an den Farben Gelb und Blau. Also es gibt ja die Klasse der Einmalclips. Die gibt es natürlich auch von Olympus. So ähnliche Clips. Ist letztlich eine Kostenfrage. Ne? Wenn man viele klippen muss, ist wahrscheinlich die Aufsteckvariante die deutlich günstigere. Und ja. mit dem Einmalapplikator ist das jetzt, denke ich, eine ganz charmante Lösung, dass ich einen Einmalapplikator habe, den ich dann mehrfach nachladen kann. Oder ich habe halt eben jetzt, aber ich will Sie jetzt nicht unterbrechen. Also es haben alle Clips so ihre Vor- und Nachteile. An dem Clip ist der Vorteil, man muss ihn nicht erst präparieren, sondern der wird ausgepackt und kann wirklich gleich durch den Arbeitskanal vorgeschoben werden. Das ist also eine gewisse Zeitersparnis, die man hat. Und was ich jetzt für einen großen Vorteil halte, wenn es gerade eine schwierigere Situation ist, Blutstillung ist, man kann auf und zu machen. Das heißt, man kann im Prinzip den Clip öffnen. Ich kann es jetzt einmal demonstrieren. Wir gehen, bitte mal aufmachen. Wir gehen jetzt hin auf eine Schleimhautfalte. Da ist, angenommen, da ist jetzt zum Beispiel die Läsion, die blutet drunter. Dann würde ich bitten, zuzumachen. Und ich kann dann schauen, ob die Blutung steht und dann die Schwester bitten, abzufeuern. Und das macht schon in gerade schwierigen Situationen oft bringt einen deutlichen Vorteil mit sich. Angenommen, die Blutung steht nicht, man hat so ein bisschen lateral davon der eigentlichen Blutungsstelle platziert, dann kann ich bitten, nochmal zu öffnen und nochmal neu anzusetzen und nochmal vielleicht einen halben Zentimeter weiter nochmal das Gleiche durchzuführen. Also das ist ein großer Vorteil an den Clips, die man auf und zu machen kann. Die gibt es, wie gesagt, eigentlich von allen Firmen. Das ist jetzt der Microtech-Clip. Das ist aber auch nicht in der Anzahl limitiert. Also ich kann den unendlich auf und zu machen. Also es gibt manche Firmen, da heißt nicht öfter als fünfmal. Jetzt bei Microtech weiß ich es jetzt ehrlicherweise gar nicht. Ich habe es aber eigentlich noch nie erlebt, dass es dann irgendwann mal nicht mehr ging. Außer die Schwester schießt aus Versehen ab. Wenn sie dann zu sehr durchdrückt, dann ist er abgeschossen, dann geht es nicht mehr auf. Was auch ganz schön ist, ist das Rotieren. Das können wir vielleicht auch nochmal demonstrieren, mal aufmachen. Und dann kann die Schwester hinten im Prinzip am Handgriff rotieren und das funktioniert relativ gut. Jetzt haben wir ein relativ entspanntes, gerades Gerät, da geht es fast 1:1. Manchmal gibt es durch eine Hysterese natürlich ein bisschen eine Verzögerung, da muss man vorsichtig sein. Da gibt es manchmal so diesen Propellereffekt, der ist aber da doch sehr limitiert. Der ist bei dem anderen Clip mit diesen wiederverwendbaren Clips, also bei dem Clip-Applikator, ein bisschen häufiger, dass das auftritt. Man kann aber auch durchaus mit dem anderen Clip auch drehen. Gut, jetzt würde ich sagen, jetzt feuern wir einfach den auch nochmal ab. Wir haben ja gerade gesehen, hat sogar nochmal weiter rausgeblutet. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Das ist genau das, was du gesagt hast, Thomas. Ne? Manchmal reicht nicht ein Clip, um die Blutung zu stillen. Und bitte nochmal, genau. Das ist immer das Schwierige auch, wenn schon mal ein Clip sitzt, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, den zweiten zu setzen. Das heißt also, wir versuchen, ja, das ist nicht optimal. Ich versuche nochmal, vielleicht sogar nochmal von der anderen Seite zu kommen, nochmal ein bisschen eher an den Grund der Blutung zu gehen. Das Gefäß stumpf ist, ich saug wieder und bitte jetzt nochmal den Clip zu schließen. Genau, sitzt eigentlich gut, die Blutung wird deutlich weniger, hört auf und dann würde ich drum abzuschießen. Man hört's. Und da gibt es unterschiedliche Systeme, bei dem ist er gleich ab. Bei manchen muss man noch mal durch so einen Haken im Prinzip es lösen, den Clip. Das muss man einfach nur im Vorfeld wissen. Und dann hat man den abgeschossen. Und wenn man noch mal einen braucht, muss man ein komplett neues System nehmen. Also das ist nur, der Applikator wird dann weggeschmissen, ist dann der Nachteil im Vergleich zu dem anderen. Das Ganze ist dann natürlich auch teurer. Hier kommt noch eine Frage rein, ob man denn mit dem Clips auch irgendwas Richtung MRT oder so beachten muss oder ob das kein Problem darstellt. Nein, die fallen eh nach 1-2 Tagen ab und das stellt kein Problem dar. Gibt es auch Clip-Applikatoren für Enteroskope, also Single- oder Doppelballon-Enteroskope, wenn ich da halt irgendwelche Blutungen halt eben habe? Ja, da gibt es auch welche. Ich kann,
gibt es von mehreren Firmen auch längere Clips. Also ich habe 2,60 Meter, dass man auch das durch ein langes Endoskop, also durch ein Doppelballon-Endoskop, das vorschieben kann. Das gibt es auch, ja. Vielleicht noch eine Frage nochmal an Silke und Katrina. Was ist, wenn diese Clip-Stückchen, diese Anker praktisch, die wir beim Olympus-Clip zum Beispiel jetzt gesehen haben, oder halt eben auch abgefallene Clips, angesaugt werden und dann mein Endoskop blockieren. Die bleiben ja spätestens oben im Absaugventil hängen und dann blockiert das Absaugventil. Was macht ihr dann? Also, ja. Sicke? Also wir haben uns auf diese Situation schon vorbereitet. Es gibt eine Methode, die man anwenden kann. Das sollte man aber immer außerhalb des Patienten anwenden. Und zwar kann man mit einer Blasenspritze, ich kann das einmal auf den Tisch auflegen, eine Blasenspritze gefüllt mit Wasser. Geh du mal ans Mikro ran, bitte. Ja. Eine Blasenspritze gefüllt mit Wasser und einem kleinen Silikonschlauch vorbereiten und das dann an den Absaugstutzen des Endoskops anschließen und das Endoskop dann quasi von retrograd durchspülen. Günstigerweise macht man das zu zweit und die zweite Person kann dann das Absaugventil betätigen und man hofft eben, dass durch diesen Durchspüleffekt sich der Clip aus dem Kanal stopfen löst und im günstigsten Fall vorne am Distalende dann erscheint. Aber dafür muss man mal das rote Ventil, also das Absaugventil mal ordentlich mal drucken, ne? Genau, man das muss es betätigen und auf den Moment warten, wo der Clip. Also der wird ja quasi mit Druck umspült, der sitzt ja... Geh mal näher ans Mikro, bitte. Ja? Der Clip... der Clip verkantet sich ja in dem roten Absaugventil und durch diesen retrograden Flow wird er ja umspült und wenn man dann eben gleichzeitig das Absaugventil betätigt, also hin und her bewegt... spült man ihn im günstigsten Fall dann eben frei und spült den Clip dann raus aus dem Distalende. Das gibt auch die Firma Olympus zum Beispiel so vor als erste Maßnahme zur Schadensprävention. Wenn das nicht gelingt, dann bleibt einem leider nichts anderes übrig, als das Endoskop einzusenden, weil man kriegt das festgeklemmte Ventil niemals, also auch nicht mit roher Gewalt, aus dem Kanalstopfen raus oder man zerstört im schlimmsten Fall dann das Endoskop. Ja, das sind gute, wichtige Tipps nochmal. Gut, gibt es noch einen dritten Clip, aber es blutet nicht mehr, oder doch? Ja, wir haben noch eine Blutung. Ich würde gerne noch nachfragen, ist denn, soll man aufs Hemospray umschwenken, weil wir schon zwei Clips gesehen haben, wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, oder? Ja, ein bisschen, wir können ein bisschen überziehen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt vorhabt. Wir können noch den letzten Clip schnell mal kurz zumindest demonstrieren, wir müssen ihn ja nicht unbedingt absetzen. Okay. Also der letzte Clip, der zu demonstrieren ist, das ist ein Luxus-Clip. Das ist der Instinct-Clip. Das Besondere an diesem Instinct-Clip ist, ich betätige den Daumenring erst, wenn ich tatsächlich so weit bin, dass der Clip abgeschossen werden soll. Er wird immer gehalten am roten Ende, der dann auch zeitgleich die Drehung macht, die sehr elegant ist von dem Clip. So wird es gesteuert. Er hat innen zwei Nitinol-Spangen, sodass es sich besser verhaken kann. Und außen ist es ganz normaler chirurgischer Stahl. Gut, der Luxus-Clip ist von? Cook. Instinct von Cook. Das ist meines Wissens auch im Moment der Clip mit der größten Spannbreite. Also das heißt, wenn man eine große Spannbreite braucht, ist das im Moment der Clip, der die größte Spannbreite hat. Ich meine, wenn, soweit ich mich erinnere, 16 oder 17 Millimeter. Also der A380. Genau, der jetzt ja eingestellt wird. Okay, auch nochmal öffnen. Den schauen wir uns auch nochmal an. Gut, das ist ein bisschen schwierigere Situation hier, weil man da gar nicht so gut hinkommt. Muss ich mal ein bisschen von der Ferne gucken, dass ich das klippe. Aber so ist es im Real Life auch. Gut, einmal langsam zumachen. Zu? Ja. Ich glaube, ich habe es gut erwischt. Und jetzt abschießen. Gut. Und dann sitzt der Clip und hat den Gefäßstumpf hier abgeklippt.
Gut, das waren im Endeffekt die Clips. Und jetzt wollten wir noch kurz am Ende noch das Hemospray demonstrieren, was jetzt auch in den letzten Jahren immer häufiger eingesetzt wird. Da würde ich jetzt wieder an die Assistenz weiterreichen. Wann macht man das, wenn man völlig verzweifelt ist? Ja, also im Endeffekt, wenn man es nicht schafft, mit normalen Techniken eine Blutstillung zu erreichen, das heißt, wenn man völlig verzweifelt ist, oder wenn zum Beispiel im Duodeno manchmal, oberes Duodenalknie, man kommt wirklich nicht gut ran mit Clips, dann ist es eine gute Methode. Wir nehmen es immer mal wieder, wenn zum Beispiel nach einer EMR im Duodenum es immer wieder blutet, und da dann auch rumzuklippen und das Spritzen ist sehr gefährlich, weil man damit eventuell perforiert. Deswegen ist dann meine Maßgabe immer lieber mit dem Hämospray arbeiten, um dann eben auch eine sekundäre Perforation zu vermeiden. Also das sind so die Indikation bei uns, aber in der einen Klinik ist die Schwelle niedriger, das herzunehmen, beim anderen ist es eher höher. Auch bei Varizen, hast du ja vorhin erzählt, wird es eingesetzt, auch effektiv, gibt gute Studien zu, die das zeigen, dass es funktioniert, ist allerdings dafür noch nicht zugelassen. Gut, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Ja. Ja, ich habe den Tisch vorbereitet. Vielleicht kann die Kamera einmal auf den Tisch sehen. Ja, sehen gut, prima. Das Set besteht also einmal aus dem Applikator. Hier drinnen ist das Pulver, also das Hemospray. Dann hier unten der Drehknopf, an dem man quasi die Gaskartusche, die hier drin implementiert ist, aktiviert. Den Auslöseknopf. Und die Freigabe, wenn der Katheter vor Ort ist und man das Hemospray applizieren möchte. Pro Set haben wir zwei Katheter. Es gibt ein Set für den 2/8er-Kanal des Endoskops, aber auch für ein 3,7-Millimeter-Kanal-Endoskop. Und wir wollten jetzt hier einmal versuchen, das in der Petrischale zu demonstrieren, einfach damit man einmal sieht, wie das Hemospray appliziert wird. Ich fange jetzt an, indem ich die Kartusche aktiviere und zwar einfach in Pfeilrichtung drehe, bis es nicht mehr weitergeht. Dann würde ich jetzt, wenn wir es einsetzen, einen Zwischenschritt machen, nämlich der Katheter wird zunächst in das Endoskop eingeführt. Und da ist es wichtig während der Einführphase, dass der Katheter nicht mit Flüssigkeit benetzt wird, weil er sonst in Kombination mit dem Hemospraypulver verkleben könnte. Und dafür kann man sich als Hilfstechnik eine Perfusorspritze nehmen oder eine normale Lührspritze, die aufsetzen und dann während der Untersucher den Katheter durchs Endoskop führt, also einen kontinuierlichen Luftflow quasi erzeugen. Hier haben wir jetzt einen Katheter, den wir eben schon mal getestet haben, deswegen kommt hier ein bisschen Pulver raus. Das heißt, das ist, glaube ich, ja ganz wichtig, weil also keine Flüssigkeit bei einer Blutung ist natürlich ein hehres Ziel, ne? Genau, deswegen nimmt man sich eben diese Spritze zur Hilfe, weil es sich anders gar nicht vermeiden lässt. Man kann auch noch die Saugung trennen. Es gibt da auch kleine Kompressionspumpen, die man einsetzen kann, aber normalerweise funktioniert das sehr gut mit einer 50-Milliliter-Spritze. Dann würde man das System verbinden. Also wir sind jetzt im Arbeitskanal. Genau, wir sind jetzt theoretisch im Arbeitskanal. Wir können es auch gleich nochmal an unserem Modell zeigen. Moment. Genau, das wäre nett, wenn du das einmal hältst. Dann haben wir hier vorne den roten Freigabeknopf. Der wird einmal nach vorne ausgerichtet und dann jetzt vielleicht einmal die Kamera auf die kleine Petrischale, genau. Mit dem Auslöseknopf gibt man jetzt das Pulver frei und sieht dann, wenn die Kamera vielleicht noch mal ein bisschen näher da drauf zugeht. Man sieht es ganz gut, Silke. Das geht gut, ja.
Also das Pulver legt sich also über diese Blutungsquelle rüber, saugt die also nimmt Flüssigkeit auf und soll auch also die Gerinnung in diesem Bereich forcieren. Das ist also der Hintergrund dieses Sprays. Und wenn wir noch Zeit haben, können wir das vielleicht jetzt einmal noch demonstrieren. Ja, mach das ruhig. Noch einmal geht noch einmal in den Magen rein, dann sieht man das vielleicht nochmal. Also es geht natürlich nicht keine punktuelle Blutstimmung, es ist wirklich eine flächige Anwendung. Ich vergleiche es immer ein bisschen wie ein Feuerlöscher. Also im Prinzip, wenn man schon mal den Einsatz eines Pulverfeuerlöschers gesehen hat, so ähnlich ist es. Also schaut dann auch alles recht wüst aus. Und ist aber... Jetzt ist also die kritische Phase. Genau. Ich pumpe jetzt also schon kontinuierlich Luft durch. Es macht also in der Zeit auch nicht saugen und es macht auch Sinn, vielleicht vorher nochmal mit einer Spritze den Arbeitskanal auch einfach mit Luft durchzuspülen, durchzupusten. Und dann, Sie sehen, es lässt sich einfach nicht ganz vermeiden, dass so ein bisschen Flüssigkeit da ist, aber der sollte zumindest nicht... sollte nicht innen drin mit Flüssigkeit vollstehen. Und dann hat man eben hier diesen Katheter ein bisschen weg vom Endoskop und dann kann ich eben hier wie so mit einem Feuerlöscher dann auf Kommando. Ich denke, wichtig ist nochmal, dass der Abstand halt eingehalten wird. Ne? Das ist jetzt so ein Non-Kontakt-Verfahren, genau, ähnlich wie bei der APC-Koagulation. Also geht man nicht ans Gewebe ran. Nein. Es gibt ja noch das anderen Puder, den Endoclot, aber es gibt jetzt auch mittlerweile ein Gel, da ist genau umgekehrt, da muss ich halt eben ans Gewebe ran. Ne? So ist es ja. Ja? Wenn es Purastat, also bei dem Gel, was ich aufs Gewebe anbringe, muss ich dann direkt ans Gewebe rangehen. Ne? Ja. Aber jetzt macht mal weiter, ich will jetzt nicht aufhalten. Jetzt schießen wir mal los. Ich betätige jetzt den Auslöseknopf. Die Firma gibt vor, dass man also 3 Stöße geben soll und dann eine Pause machen soll, also und auch zwischen den Stößen gerne mal bis 21, 22 zählen und dann eben weitermachen, damit sich also der Druck in der Kartusche wieder aufbauen kann und so verteilt man dann eben ein schönes Schneegestöber über den Defekt. Wichtig ist noch, den Handgriff gerade zu halten. Ja, manchmal ist auch, denke ich, hilfreich, etwas tangential zu arbeiten, nicht, dass dann der ganze Staub wieder entgegenkommt und man selber halt dann sich die Optik halt eben... Ja. Das kann einem gerade in kleinen Räumen, zum Beispiel im Duodenum, leichter passieren. Hier in dem großen Magen verteilt sich der Staub ganz gut, aber im Duodenum kann es einem schon schnell mal passieren, dass man dann auch die Optik schnell verklebt hat und die Übersicht dann nicht mehr so gut ist. Deswegen ist es auch... nicht immer auch ganz so simpel, aber es ist wirklich eine schöne Methode, dass wenn es mal wirklich nichts mehr hilft und man wirklich keine Möglichkeit mehr hat, ist das wirklich so eine Rescue-Methode, wo man sagt, gut, jetzt probiere ich es dann doch nochmal mit dem Hemmspray. Also das ist jetzt die älteste Technik von den Bekannten. Es ist hier verschiedentlich im Chat nach Alternativen gefragt. So richtig Effizienzvergleiche gibt es natürlich nicht. Die werden wahrscheinlich in nächster Zeit erst kommen. Abschließende Frage, die auch hier kam, OTSC, auch als Rescue-Verfahren, was ist deine Meinung? Ja, absolut, also ich setze es eigentlich mehr und mehr auch als erste Wahl ein für zum Beispiel Gefäßstümpfe im Duodenum, wenn die wirklich gut zugänglich sind, setze ich sehr häufig gleich als allererstes den Over-the-Scope-Clip ein. Kommt natürlich immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Aber das ist auch ein sehr gutes Verfahren. Da gibt es auch mittlerweile ordentliche Studien zu, die eben doch zeigen, dass gerade die Reblutungsrate deutlich reduziert ist im Vergleich zur konventionellen Blutstillung. Ja, wir haben jetzt halt eben wirklich die Zeit jetzt bis aufs Letzte ausgereizt. Vielen Dank für eure Präsentation. Ja. Ich würde vielleicht gerne noch einmal ganz kurz abschließen zum Hemospray. Ja. Also in dem Set sind 2 Katheter drin. Das heißt, wenn man das jetzt gerade bei diesen kritischen Blutungen einsetzt, um zum Beispiel eine Situation nochmal mit zu stabilisieren und erwarten muss, dass man einen Patienten regastroskopieren muss, kann man also diesen Applikator ein zweites Mal verwenden. Das finde ich den Vorteil daran. Man kann das Set mit dem Namen des Patienten verwahren und hat dann quasi einen zweiten Katheter für die nächste Sitzung zur Verfügung. Das war's, das wollte ich gerne noch ergänzen. Vielen Dank. Gut, prima.
Dann ganz herzlichen Dank an euch drei im Raum. Vielen Dank, dass ihr unser Schwein so erfolgreich behandelt habt. Sie haben gemerkt, wir haben nur einen kleinen Ausschnitt von Blutstillungstechniken Ihnen zeigen können. Der OTSC-Clip ist gar nicht zu Wort gekommen und auch andere Verfahren wie die thermischen Verfahren haben wir auch nicht in Gänze halt behandeln können. Das ist sicherlich nochmal eine Möglichkeit, einen weiteren Livestream hinterher zu schieben. Ob wir das jetzt direkt im Anschluss machen, das müssen wir mal diskutieren. Wir sind noch in der Findung, welches Thema wir für den nächsten Livestream wählen. Von daher wäre für uns auch noch mal ganz gerne auch Feedback von Ihnen zu bekommen. Wenn Sie jetzt Wünsche an uns haben, nutzen Sie das. Sie können uns zu DGEA halt eben auch einfach eine formlose E-Mail schreiben. Das Feedback auch jetzt zu dem Livestream würde uns auch noch mal interessieren, dass wir einfach nur das Format auch entsprechend weiterentwickeln können. Denn wir haben ja noch weitere geplant. Absolut, zum Beispiel am 22. Mai und wenn ich es recht im Kopf habe, am 25. September. Aber sehr der nächste gemerkt. Ist 22. Mai. Ja, genau. Würden uns freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Und wie schon das Thema ist noch Überraschung. Wir sind noch in der Findung und dann werden wir es aber frühzeitig bekannt geben auf der DGEA-Webseite. Ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken für das Hamburger Team und für die schöne Gastfreundschaft. Vielen Dank für das schöne Sträußchen an Blumen. Hat mich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank auch an Nils Andersen, der im Hintergrund wieder gerödelt hat mit seinen Kolleginnen und der Birgit und anderen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch nochmal an die Technik, an Roll Media für die Übertragung. Und dann können Sie auch nochmal den Livestream jederzeit nachverfolgen. Der wird auch wieder auf der Seite des Endocampus als Download zur Verfügung sein. Wir werden Sie einzelne Sachen zurechtschneiden nochmal und auch die ganze Übertragung nochmal verfügbar sein. Auch die schon gelaufenen finden Sie dort immer noch als Download. Und Sie finden auch andere Sachen auf der Campus-Webseite an Klassifikationen, an Lehrvideos und allen anderen Sachen. Stöbern Sie da ruhig mal, das ist sehr interessant und es bietet auch für uns einige Sachen. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ansonsten einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.